Hallo und willkommen wieder mal bei Rising World mit Wolle 158. So, ich stehe wieder mal vor dem Papierkorb. Warum? Natürlich, ich habe jetzt nur wieder alles das drin, was ich vor 3 Tagen drin habe. Also nicht, womit ich gestern rausgegangen bin, sondern Tatsache, das, was ich vor 3 Tagen drin habe. Also das ist ein bisschen seltsam, ich habe es jetzt noch drin gelassen. Red, falls du das siehst hier, dann kannst du wirklich mal sehen, wie das aussieht. Ja, das ist jetzt das 3. Mal, wo ich das Zeug jetzt schon drin habe. Der behält das von einem bestimmten Tag wohl drin. Und dann hast du den ganzen Müll immer wieder. Und dein Zeug, was ich gestern noch drin hatte, das ist alles raus. So, da werden wir mal jetzt schauen, ja, dass wir das jetzt erstmal alles wieder wegmachen, ja. Und dann machen wir uns wieder hoch an unsere Boot. Wir werden mal gleich ein paar Blueprints mitnehmen. Ich denke mal, warte mal, 2, 3, 4, ja, dürfte erstmal ausreichen, dass wir 4 Blueprints gleich mitnehmen. Natürlich müssen wir uns vorher wieder in den Kreativmodus schalten und das machen wir mit GM Freizeichen 1 in der Konsole drin. Die 1 wollte ich einnehmen. So, und dann bestehen wir und wir sehen, wir sind jetzt im Kreativ wieder drin. Damit kostet uns der ganze Müll hier nichts. So, die hatten wir hier unter Blaupause und da wollten wir jetzt 5-6 Stück haben, müsste erstmal ausreichen, wenn nicht, dann holen wir uns eben nochmal neue. Und ab geht's in unser Boot, denn wir wollten ja heute weiter basteln, und zwar hier an unserem Schlafzimmer. Da steht uns aber erstmal das Ding hier, genau, den werden wir erstmal hier wegnehmen. Den können wir uns nachher wieder aufbauen und der kann stehen bleiben. So, da möchte ich euch zuvor aber sagen, achso, erstmal hier, ihr seht, ich habe unterdessen alle Fenster zugemacht mit den entsprechenden Rundbögen und sieht wirklich passt. Sieht toll aus, finde ich. Gut, und dann wollten wir hier ja, das Schlafzimmer eigentlich drin machen. Genau, wir werden mal aber die Bank hier, falls wir sie doch noch brauchen, ahndet nämlich schon. Die werden wir kurz erstmal hier hinpflanzen. Dann ist die wieder da. Denn wir packen mal erst dort gleich eine Tür rein. Und zwar eine Holztür. Da nehmen wir auch die Drähne. Ja. Da nehmen wir diese. Eine reicht. So, und die sollte nach innen aufgehen eigentlich. Also drehen wir das Teil, dass die so lang aufgeht, genau. Jetzt setzen wir die einfach schön zwischen diese beiden Holzbalken her. Und dann sollte es eigentlich passen. So, passt, wackelt und hat Luft. Jawohl, so ist der Chick. So, das kann er erstmal abschließen, ja. Und braucht sich nicht mehr gestört fühlen, wenn er uns innen reitet. Jetzt müssen wir mal gucken wegen dem Platz, was wir hier im Platz haben. Und zwar meine Lieblingsbauerin, die Dragolin, die hat ja wirklich ein Händchen dafür, Inneneinrichtungen zu bauen. Und da habe ich heute im Forum, hat sie dort als Blueprint mit reingestellt, ein wunderbares Bett und passend dazu den Schrank und ein paar schicke Stühle. Und die will ich euch nicht vorenthalten. Vor allen Dingen habe ich einfach nicht die Ruhe dazu, so was hinzubasteln. Und wenn jemand schon so toll baut, dann wollen wir das natürlich auch hier ausnutzen. Denn sie hat ja extra deswegen die Blueprints auch zur Verfügung gestellt, dass man das nutzen kann. Und das werden wir auch machen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich am Wochenende, da habe ich ein bisschen Ruhe, da werde ich mich mal beimachen und werde mal von ihr wirklich ihre schönsten Stücke da zeigen. Kommen leider natürlich nicht auf ihre Map drauf, aber
das, was er bereits schon ins Forum reingestellt hat, dort an kleinen Kunstwerken, das werden wir zusammenstellen und werde euch das mal einzeln präsentieren. Also es ist wirklich eine schicke Sache, lohnt sich, wenn sie dort was reinstellt, dann passt das auch. So, dann werden wir mal schauen. Wir hatten hier, wo ist es denn? Ja, hier erstmal einen wunderbaren Stuhl dort auch, aber ich suche jetzt erstmal das Bett. Genau. So, dann gucken wir mal, dass wir das auch richtig rumdrehen können hier. Und dann werden wir gleich mal sehen, wie wir hier mit der Größe hinkommen. Und ich glaube, das passt ideal hier rein. Also das ist fast Maßarbeit, wie bestellt. Genau. So. Sind hier den Platz. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Kann man da ein bisschen reinschieben an der Wand. Genau. Und ich mach mal gleich Licht an her. So. Und das passt gut. Jawohl. Maßarbeit, Dragoblin. Sehr schön. Und wir haben es hier drin. Schaut euch mal das kleine Kunstwerk an hier. Also, wunderbar macht dieses Bett. Finde ich richtig toll. So, dazu hat sie auch einen passenden Schrank. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir den noch hier erstmal rinkriegen. Hier können wir, glaube ich, da würde er nicht reinpassen. Aber zumindest hier für des Kaisers neuen Kleider. Dann werden wir mal gucken. Blaupause brauchen wir. Und dann nehmen wir mal, wo ist er denn? Rundbögen, das ihre Schmiede. Da ist er. So, dann können wir mal hier gucken, ob der Teil hier hinpasst. Von der Breite her passt er. Jawohl, und wir können die noch schön an der Wand dran schieben, ja. Und auch hier muss ich sagen, Mädel, dass es. Ah! Aber passt gerade mal noch so. Mal sehen, was wir denn sehen. Ja, es ist auch hier wieder Maßarbeit gegeben. Ja. Schaut euch das an, es passt ganz genau auf die Deckenhöhe hier. Ja, ein schöner alter Schrank, den wir hier auf jeden Fall einsetzen können. So, und dann sind dort noch zwei Stühle, die mir unheimlich toll gefallen haben. Und die werden wir auch bestücken. Sie hat einen herrlichen Esstisch vorbereitet. Und die Stühle da, die gefallen mir aber nicht so toll, aber die sie jetzt hier hergestellt hat, das ist wirklich richtig toll. Und zwar dieser einmal und dieser. Den werden wir mal vorne im Zimmer hinstellen. Aber hier diese Stühle, die werden wir hier hinstellen. Genau. Ja, es passt auch hier. Sieht richtig schick aus. So, dann brauchen wir wirklich unser Schlafzimmer dann nur noch abtrimmen hier und ein bisschen schick machen. Natürlich müssen hier noch den Poster rein. Jawohl. So, und damit haben wir hier schon unser kleines Schlafzimmer. Da werden wir noch ein schönes Wappenschild hinmachen. Dann muss natürlich noch eine Truhe hier rein, das ist klar. Da haben die ja ihre ganzen Habseligkeiten drin gehabt. Schränke waren zwar damals, glaube ich, noch nicht so hoch gewesen. Die hatten meistens nur so längliche Boards gehabt. Aber wie gesagt, das passt hier gut drin und ich meine, ein bisschen Fantasie können wir immer mit drin bauen lassen hier. Und dann wirkt doch
unser Bergfried schon ein bisschen lebendiger. So, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Türe, dass wir denn das Maß auch haben. Und zwar nehmen wir da auch wieder die normale Tür, die wir eben schon hatten, diese hier. Okay, haben wir. Dann brauchen wir Balken. Mal gucken, ob wir noch Balken hier drin haben. Die haben wir auch. Ich nehme wieder meine schönen dunklen Balken, da stehe ich ja drauf. Und dann brauchen wir noch eine Bretterwand, wo wir das zumachen. Was nehmen wir da am besten? Das kann ja diesmal dann ruhig ein bisschen... Ne, wir nehmen da auch die dunklen Bretter. Da haben wir allerdings nur noch 6 davon. Dann werden wir uns mal da gleich noch ein paar fertig machen hier. Und zwar die Planken. Und da nehmen wir auch die 65 her. Jetzt ist es natürlich so, dass ich eine andere Texturpack wieder habe. Ja, das ist auch der ganze Grund, weshalb ich da bei Dragoline nicht auf der Map rauf kann, weil sie hat dort ein eigenes Texturpack gemacht und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man das so sich selber hinzaubert. Aber der Nachteil ist dabei, wenn jetzt jemand anders dort sich das Texturpack nimmt und mit einem anderen Texturpack dort ihre Mappe sehen würde, dann kann das unter Umständen vielleicht so ja ein bisschen verheerend aussehen. Ich habe es selber schon erlebt, als bei mir das Texturpack nicht hingehauen hat und ich dann mit dem Standard da reingehen musste, da hat das natürlich dann alles ein bisschen seltsam ausgesehen bei mir. Ja, Steine, die hier schön als Feldsteine gewesen sind, die hatten dann übertrieben jetzt plötzlich hier pinkfarbene Steine, waren das dann plötzlich hier Ziegelsteine oder sonst was. Und das sieht dann natürlich nicht schön aus. So, wir machen mal hier jetzt erstmal die Grundlinie, bis wohin wir denn die Wand haben wollen. Das war die Türe, die nehmen wir dann mal, ja, nehmen wir die ruhig hier dann rein. Das heißt also, hier müssen wir jetzt den nächsten Balken anbringen. So, und hier müssen wir es natürlich so machen. Ah, jetzt müssen wir aufpassen, im Notfall können wir sie ja nochmal rausnehmen, denn dass die Balken dann auch wirklich parallel laufen. Ansonsten sieht das halt ein bisschen krumm und schief aus. So, jetzt setzen wir die Tür erst nämlich ein und dann haben wir ganz genau die Tür, die können wir ruhig da lang aufmachen lassen. Dann gucken wir, dass wir die Tür hier wirklich schön in der Mitte vom Balken haben. Genau. Und upsa. So, jetzt auf der anderen Seite auch wieder einen Balken einsetzen. Machen wir uns lieber erstmal mit der Steuerungstaste halten wir ihn fest und dann können wir uns den noch so ein bisschen hinrücken, dass wir hier wirklich denselben Abstand auch hinbekommen. Ja, richtig dicht ist die Türe jetzt, ja, das reicht. Okay, den lassen wir jetzt aber arretiert stehen und schieben jetzt den zweiten Balken parallel, denn das muss ja jetzt auch übereinstimmen hier. Genau darüber an die Wand. Zack, der steht auch und jetzt nur noch verbinden mit ein paar Bretter. Und damit wir ein bisschen Struktur hinbekommen, weil ja nun alles dunkles Holz ist hier. Hier halten wir einfach fest mit der linken Maustaste, ziehen rüber und schon ist die Wand zu. Können ruhig Zwischenräume sein, ja, denn das ist ja hier nur so als Abtrennung gedacht worden. Jetzt müssen wir natürlich hier oben noch einen Querbalken rennen. Und dann können wir uns überlegen, ob wir erstmal querpacken, das Ding. Den Balken von vorne annehmen, den komplett durchziehen, so dass er auf der Türe aufsitzt. Gucken wir mal, das werden wir auch vielleicht so machen.
Genau, aber wir fangen drüben an. Aus welchem Grund, das zeige ich euch gleich. Da kann man nämlich dann besser ansetzen, den zweiten Balken. So, schieben wir erstmal bis ran an die Wand hier. Bis ran an den Balken dort. Na, das war zu weit. Jetzt ist er dran. Das ist jetzt wieder. Ja, das wird jetzt natürlich ein bisschen flimmern, aber was soll's. So, das müsste ausreichen. Wir gucken uns das mal von der anderen Seite an hier. Dann werden wir mal schnell durchfliegen hier. Ja, seht ihr, das hat mir schon fast gedacht. Da ist es dann ein bisschen drinnen, aber das macht nicht allzu viele. Vielleicht ein bisschen höher setzen, dass da die Tür nicht so dolle schleift. So, ja. Okay, der Balken sitzt drinnen. Und jetzt brauchen wir natürlich noch das letzte Stück. Und da machen wir es so, dass wir mit der Enter-Taste diesen Magneten wieder aktivieren. Und dann brauchen wir uns den Balken nur auf die richtige Länge einzustellen, sodass der hier in den zweiten einläuft. Und schon haben wir dann durchgehend unseren Querbalken dort auch. Und dann sieht das schon ganz vernünftig aus. Tja, liebe Leute, damit hätten wir jetzt schon mal soweit dichter. Jetzt müssen wir nur nach oben das dicht kriegen. Wir nehmen natürlich die Enter-Taste wieder retour, dass wir die Bretter vernünftig ansetzen können. Und hier müssen wir jetzt sehen, wir schon, die Bretter sind natürlich viel zu lang. Wir halten sie oben fest und dann können wir sie wunderbar kürzen. Jetzt wieder linke Maustaste gedrückt halten, rüberziehen, zack, und wir haben hier oben jetzt auch zu. Und damit ist diese Wand jetzt auch erledigt hier. Sehr schön. So. Und damit hätten wir praktisch jetzt hier unser Schlafgemach abgetrennt. Und sind hiermit auch durch. So, dann hat sie, wir haben noch zwei Blueprints hier übrig. Und das würde natürlich auch gut passen, was in jeder Burg hier rumsteht. Hier auf der Seite zum Beispiel könnte das schön hinpassen. Ich glaube, ein Waffenständer war das. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir den haben. Wo war er denn? Irgendwo war der Waffenständer. Ach so, ich glaube, der war fest in der Schmiede mit drin. Den muss ich dann extra da nochmal rausholen. Ja, das muss ich dann wahrscheinlich extra nochmal machen. Ja. Nee, da haben wir doch schon Waffenständer. Da ist der komplette Waffenständer. Das von Fopsium, das von Dorgoline, etwas größer. Nehmen wir den erstmal. So, da müssen wir natürlich dann auch wieder einen Blueprint in der Hand nehmen. Und dann können wir auch hier den großen Waffenständer uns nehmen. So, der hängt ein bisschen in der Luft hier, wenn wir ansetzen. Das macht aber nicht. Linke Maustaste gedrückt halten. Und dann holen wir uns mit der Minus-Taste. Holen wir uns einfach erstmal ein bisschen tiefer hier. Bis er unten richtig aufsetzt. Und jetzt ist er. Bisschen wieder höher. So, dann werden wir uns gleich drehen. Genau.
Nun schieben wir uns einfach mal hinten ran her. Und dann passt das auch. Müssen wir natürlich aufpassen da hinten. Die Stange vom Morgenstern, dass die nicht plötzlich hier in der Mauer verschwindet. Dann sieht das auch ein bisschen ulkig aus. Ja? So, kann man ruhig noch ein bisschen drehen. Und nochmal nach ran schieben hier. Genau. Und wir haben dort einen tollen Waffenständer. Der richtig gut aus. Und den können wir im Schlafzimmer. Dort werden wir dann hier an der Wand nämlich noch das von Fopsi ranbringen. Auch eine tolle Geschichte. Das war, glaube ich, der erste Waffenständer, den sie mit hingesetzt hat damals. Und der ist es. Genau. Nee, das war er jetzt nicht. Sondern, wo ist er? Da ist er. Den wollten wir jetzt haben. Und den werden wir uns natürlich dann hier an die Wand ran machen. Mal gucken, wo er ist. Da ist er. Das ausreicht, ja. Hier musste natürlich ein bisschen, ist klar, die Kugel liegt ja an der Wand an. Also darauf geachtet, dass die Kette da so einen kleinen Knick macht. Aber auch toll gestaltet das Teil. Und hier sehen wir, wunderbar, passt bei uns rein. Ja, ich werde mal zum nächsten Mal den Bilder rausholen und ein schönes Wappen wählen, was wir hier haben. Oder hier könnten wir eigentlich auch unser Hauptwappen ruhig rannehmen über das Bett. Klar, das würde passen. Das heißt also, wir brauchen noch. Ja, hier haben wir das. Und zwar die Blau, nicht die Blaupause, sondern ein Poster brauchen wir. Da haben wir das. Und über dem Bett werden wir das Poster dann anbringen. Da haben wir unser Schild ja noch drin. Bild verwenden. Dann werden wir das einfach mal ein bisschen größer ziehen. So, und dann. Ja, genau, und dann passt das. Ja, damit haben wir unser Schlafzimmer eigentlich fertig. Und mal gucken, was wir hier vielleicht noch hinstellen könnten. Entweder stellen wir hier noch eine Truhe rein und einen kleinen Beistelltisch oder irgendwie sowas. Da überlegen wir noch was. Hier werden wir jetzt dann als nächstes uns beimachen, den Hauptsaal hier einzurichten. Ich habe mir gedacht, dass wir hier rechts und links die beiden Königstühle hinstellen, dazu einen Tisch, ein bisschen Deko rein. Hier vorne werden wir den großen Speisetisch hinstellen. Dann können wir hier irgendwie, müssen wir uns noch was einfallen lassen, ein bisschen Deko. Hier werden wir so eine Art kleines Lager hinbringen. Hier werden wir noch einzelne Bretter hochziehen, noch ein bisschen auseinander, dass es so aussieht wie mehr oder weniger wie ein Zaun. Das können wir noch machen. Vielleicht machen wir hier noch ein bisschen Verzierung drauf. Das könnte noch passen. Ja, also beim nächsten Mal ist denn dieser Raum hier dran und wir sind diesmal wieder schön in der Zeit geblieben. Mit der Deko weg noch zu dem, was wir da nehmen. Die Mehle müssten eigentlich auch noch hier ran. Hier reicht es eigentlich, oder? Ja, denke ich auch. Vielleicht machen wir hier rechts und links noch irgendwelche Flaggen ran. Müssen wir mal gucken. Ja, und dann lassen wir uns was einfallen lassen, was wir hier so noch alle drin stellen können. Also eins ist auf jeden Fall schon sicher. Ich werde hier von Dragolein auf jeden Fall diesen großen Esstisch, die große Tafel hier mit aufbauen. Dann nehme ich aber die anderen Stühle dazu, die mit die Rundbeine, die gefallen mir unheimlich, das passt so richtig in so eine Ritterstube drin, ist ganz fantastisch. Und dann wollen wir mal schauen, was wir hier so noch alles aufstellen können. Hier auf jeden Fall die beiden Stühle für den Chef,
und sein Weibchen und einen kleinen Tisch dazu oder irgendwie sowas. Das müssen wir mal sehen. Ja, also mit Inneneinrichtung, da habe ich es nicht so, muss ich zugeben, das ist nicht so mein Ding. Aber eben, wenn ich solche Geschichten bekomme, wie hier diese Blueprints, dann bin ich natürlich, freut mich unheimlich, weil das passt auch dann wunderbar schön zu diesen altertümlichen, eben zu mir. Gut, Leute, das war dann wieder mal gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es klappt. Ich kann es immer nie versprechen. Ich versuche zwar jeden Tag ein Video zu machen und reinzustellen, aber wie gesagt, klappt nicht immer. Nehmt es mir denn nicht übel. Kommt auf jeden Fall dann ein, zwei Tage später wieder ein Video, je nachdem, wie ich Zeit habe. Aber ansonsten, so wie es bis jetzt aussieht, sehen wir uns morgen auf jeden Fall wieder im nächsten Video, wo wir hier die Hütte einrichten und das noch alles ein bisschen schick machen. Und dann machen wir uns weiter unten, da wo das Personal, wo die Küche dann drin sein soll, habe ich auch schon eine schöne Idee. Und dann werden wir uns an den Hof draußen machen. Gut, also das war's. Tschüss, sagt euch Wolle 158. Vergesst nicht, Daumen hoch, Kommentare schreiben, freut mich immer wieder.